Tag, ihr Sportfreunde, euer Görki hier am Start. Ja, ich bin hier gefühlt am Arsch der Welt, Uelzen oder so. Morgen ist mal wieder Tafmana-Time, mein vierter insgesamt. Ja, wird eine Werbung für Warner Brothers, für den neuen Tarzan-Film. Das wird sicherlich nicht mein einfachster Tafmana, der vierte. Trotz Massephase, ja, trotz 7 Kilo Zunahme, trotz Bandscheibe, trotz Bizepssehne. Dabei ist auch die Sunny Nose, auch auf YouTube, so im Fitnessbereich unterwegs, mal auf Instagram. Ich bin mal gespannt, wie das wird und ich nehme auch einfach mal mit. Ja, so, Rafa holt mich gleich ab. Der hat das ein bisschen organisiert. Und ja, mal gucken. Das ist übrigens die Sunny. Und wir machen hier für Tarzan sozusagen für einen neuen Film. Wir haben euch für Tarzan und sie Jane. Mhm. Und du machst ja auch Fitness und so. Was machst du genau auf deinem Kanal? Sag doch mal ganz kurz. Ja, Fitness in alles. Wieso auch Magerquark und Walnüsse isst du auch? Ja, definitiv. Normalerweise nicht so gerne Magerquark, aber gehört halt dazu. Das gehört dazu. Wir haben uns das echt jetzt hier noch hier bestellt. Was erwartest du denn? Ich hab ehrlich gesagt echt ein bisschen Respekt davor, weil ich habe auf jeden Fall Höhenangst. Ansonsten habe ich von nichts Angst. Wir müssen jetzt essen, dann gehen wir schnell schlafen. Und morgen wird es noch richtig, richtig hart, ne? Aber ey, das ist schon wieder wie in Los Angeles. Immer nur am das Handy. Mach jetzt mal aus. Lecker Joghurt hier am Start mit Kiwi und so weiter. So, jetzt wird's gleich ernst. Sagen, du bist auch schon aufgeregt, ne? Gleich. Du weißt schon, dass es schon richtig übel wird. Ja? Also ohne Verletzung wirst du da auch nicht rauskommen. Echt? Ja, Rafa kennt das Spiel, okay. Ne? Ja, wird okay. Hotel ist eigentlich ganz schick, ne? Aber irgendwie man fühlt sich so wie der einzige Gast hier. Wir sind so die Ersten beim Frühstück. Das ist halt immer so bei mir. Ich bin so ein Typ, ich stehe um 5 Uhr morgens auf, gehe erstmal joggen eine Runde, 6 Uhr Frühstück, da pennen alle noch, aber von daher ist nichts Neues für mich. Was? 6 Uhr Frühstück? Ja. Ich glaube, Rafa hat angefangen mit illegalen Substanzen. Der isst schon seit Wochen nur noch Mist und wird immer breiter. Aber schon mehr Schinken gönnt er sich. Gestern hat er sich richtig zugesoffen mit ganz viel Bier und so. Und wir haben so Magerquark noch gegessen. Yay, sind wir auf Gelände angekommen. Die ist auch schon krass am Bloggen und so hier und da, guck mal, da muss man sich anmelden da vorne. Ist immer so schön grün bei diesen Tough Mudder Geländen so, da geht's richtig ab und ey und ah und So what if I say there is time for both of us, so returning all the way until we face the sky. Ja. Man merkt richtig, wie sie gerade so ein bisschen Schiss bekommt. Ich habe ja auch gesagt, wir müssen komplett durchziehen. Richtig hart, geht auf Knochen, Schlamm in der Haare und so. Das ist ja für Frauen auch mal ein Problem. Das ist voll, ich glaube 7000 Leute starten hier heute. Und ja, na gut, aber für uns zählt eigentlich nur Gewinn. Nur Gewinn. Können wir alle mal am Arsch lecken hier. Die sehen auch alle nicht so trainiert aus wie ich und so. Denke mir auch immer so, was ist das denn hier? Auf. Das ist definitiv geil, ne? Habt ihr gehört, ne? 22 in der Liste. We are magical. Our thoughts beyond magical. Our way to go. And we will never
Freunde, wir haben es geschafft. Es war wieder ein tolles Erlebnis. Und ihr seht hier. You say fucker! Motherfucker! 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 Immer stören diese Menschen meine Videos. Es geht mir so auf den Sack, dass sie da rumschreien müssen. Ja, ihr seht viermal hier. Und hat sehr, sehr gut in meinen Trainingsplan gepasst, weil heute hätte ich eh Cardio gehabt und dann ist das perfekt. So, Mäuschen. Oh, was ist das denn? Wie ja, war's? Wie war's? Hammer. Geil. Was war das Schlimmste? Eis. Tarzan war auch heftig, aber Tarzan war wiederum auch funny. Ne? Tarzan war so, das sind auch die zwei Hindernisse, die uns irgendwie am meisten gefordert haben heute. Ja, ne? Aber auch zusammengeschweißt irgendwie, oder? Zusammengeschweißt, ja. Also, war lustig, ne? War schön. Danke fürs Trinken. Ich kann auch einfach dreimal Tough Mudder laufen, dann brauchst du kein Diät mehr. Dann bist du sowieso tot. Wir haben so viel verbrannt heute, jetzt müssen wir echt mal fressen hier. Und ja, vielen Dank fürs Zusehen, hat Spaß gemacht. Checkt mal hier die Sunny ab, ihren YouTube-Channel. Besser mal abchecken. Besser als meiner manchmal. Zurück. Für Sunny geht's jetzt zurück nach Düsseldorf. Ich muss nach Berlin, war ein ganz kurzes Erlebnis. Und wann nimmst du mit? Essen ist wichtig danach, ne? Was nimmst du mit? Essen? Ja, ich meine so von dem Tag so. Nein, wieder gute Herausforderungen gehabt. Jetzt wieder härter geworden, körperlich und mental. Gut. Machst du sonst nie, ne? Du bist ja schon eher so am Eisen. Ich bin am Eisen normalerweise, aber ich mache alles. Ich mache alles, mache alle Herausforderungen, was es gibt. Alles mal mitnehmen. Ja. Wenn du in Berlin bist, dann geh mal pumpen. Geh mal pumpen. Okay. Okay. Und was kochen. Was kochen? Ja. Ich finde besonders gut. Ja? Was backen? Ich kann gut backen, okay. Das ist gut. Kuchen? Ja. Kuchen. Dann machen wir Kuchen-Diät zusammen. Ja, gerne. Das ist gut. Gerne. Na, also so. Ich kann auch wirklich sehr leckere Fitnesskuchen backen. Kannst du mit Zucker machen? Ja. Okay. Das ist mit. Das ist ja die Energie braucht man. Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Kennst du auch manchmal? Ja, ja, klar. Und dann habe ich trotzdem Kamera an, weiß nicht mehr. So, irgendwie ist so. Ich bin raus. Aus. Übrigens, wir sind hier irgendwo in der Nähe von Celle, ich weiß gar nicht, wie heißt es jetzt. Auf jeden Fall, es heißt Romantik Posthotel. Und es ist wirklich eine gewisse Romantik, die in diesem Ort hier vorherrscht. Es sieht so idyllisch aus, als ob hier ist die Welt in Ordnung, Sportfreunde. Mal guck mal hier. Hier kriegst du nichts mit, wenn irgendwo was explodiert, Terroranschlag oder so. Hier läuft die Kuh über die Straße und das Schwein hinterher. Und dann denkst du so, so muss das sein. So ist das. Genauso wie auf dem Bild. Guckt. So ist das hier wirklich. Hier gibt es noch den Schäfer mit seinen Schafen. Oder die Familie mit dem Hund. Hier versucht auf der Wiese der Hund seinen eigenen Schwanz noch zu fangen. Und ist glücklich dabei. Sag mal, Schluss. Aber wenn ihr mal. Macht das mal, Leute. Kommt mal einfach runter. Wir warten schon wieder auf Raphael, deswegen fällt mir nichts ein. Raphael ist so. Kein Kommentar. Wir standen wegen ihm eine halbe Stunde am Hindernis. Wir wollten ja durchziehen. Wir wären eigentlich in einer Stunde durch gewesen. Mussten wir da warten, weil die nicht gefilmt haben. Das war ärgerlich, ne? Das war extrem ärgerlich. Das war ärgerlich. Ich werde hier nicht scharf. Das Gute ist, wir müssen gar nicht scharf werden. Wir sind scharf. Tschüss.